Schwestern, liebe Brüder, mitten in dieser harten Auseinandersetzung, die Paulus mit seiner Gemeinde in Galatien führt, wo auch von Seiten des Paulus zuweilen unschöne Worte fallen. Wenige Zeilen später von uns greift er ziemlich daneben, weil er wütend ist. Aber mitten in einer solchen Auseinandersetzung, mitten, wenn er in einem Duktus des Diktierens ist, dann schenkt er uns ein so wunderbares Wort, dass es einen den Atem verschlägt. Es geht fast unter im Text. Das himmlische Jerusalem aber ist frei und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Welch ein wunderbares Wort. Man könnte jetzt ein kleines Seminar machen und die ganze Musikgeschichte oder die Hymnendichtung nachforschen, und da gibt es einiges zu finden, die dieses Wort zum Anlass nehmen, wenn von der Mutterkirche die Rede ist, von der Mutter des himmlischen Jerusalem, die dieses Wort aufgenommen haben. Wie kommt Paulus zu einer geisterfüllten Eingebung wie dieser? Er ist immer noch bei seinem Paradebeispiel Abraham. Bei Abraham gibt es noch keine Tora. Es gibt kein Gesetz, Gottes zu befolgen. Wir haben das letzte Woche schon bedacht. Abraham, der Fremde, hört den Ruf Gottes und folgt ihm in eine ungewisse Zukunft. Deshalb ist er ein Kind der Verheißung. Und alle, die wie er glauben, die sich diesen Habitus zu eigen machen, sind Kinder Abrahams, sind, wie die Kirche später zu Recht von sich sagt, das wahre Israel. In einem theologischen Sinn. Paulus bleibt nicht nur bei dieser Figur stehen. Er sucht im Text der Genesis nach weiteren Anhaltspunkten. Und wir kennen diese merkwürdige Geschichte. Dieser kinderlose Abraham, sicher nicht ganz unglücklich mit seiner Sarah, aber furchtbar in die Jahre gekommen. Hier passiert nichts mehr, was Nachkommenschaft andeuten könnte. Die Heilige Schrift sagt es ausdrücklich. Sie spricht vom vertrockneten Schoß der Sarah. Also schickt seine Frau ihn, weil sie sieht, wie er leidet, dass er keinen Nachkommen hat, zur Sklavin ins Bett. Keine besonders elegante Lösung und keine, die übrigens der katholischen Moral entspricht. Aber wer kümmert sich im Buch Genesis um die katholische Moral? Paulus geht dieser merkwürdigen Geschichte nach und versucht, geistlich darüber nachzudenken, welchen Sinn diese merkwürdige Begebenheit haben kann. Und deshalb greift er zu einer Analogie, wie das die Kirchenväter später immer wieder tun werden. Und eigentlich hören wir im Evangelium heute aus dem Mund Jesu etwas Ähnliches. Wenn Zeugnisse der Schrift nicht einfach ad acta gelegt werden, wenn wir auch als Christen vom Alten Testament sprechen, meinen wir nicht einfach alt, ist überholt, kannst du vergessen, sondern die Würde dessen, was dort bewahrt ist, wird ins Licht gehoben, weil es mehr birgt, als es auf den ersten Blick oder beim ersten Lesen scheint. Der ganze Weg der Erlösung liegt in diesen beiden Frauen angedeutet, in der Sklavin und der Ehegattin Sarah. Und Paulus bemüht diese Geschichte, um es den Galatern und auch uns deutlich zu machen, wessen Kinder wir sind und wer unsere Mutter ist. Das Jerusalem oben, das Jerusalem in der Höhe, das ist die Richtung, in die es geht. Das muss unsere Orientierung sein als Christen. Paulus wird nicht müde, das zu betonen. Und er sagt es in diesem schönen Wort. Das himmlische Jerusalem ist frei. Und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Wenn wir heute so oft dieses Schlagwort hören, das am Ende der Lesung steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das wird heute oft bemüht. Viele Theologen bemühen das und sie sehen dann so aus, als würden sie so einen aus den 70ern noch so ein Che Guevara-T-Shirt tragen oder noch so einen Ruf Ho, Ho, Ho Chi Minh oder so etwas rufen. In diesem Sinn wird dieses Wort bemüht. Es geht hier nicht um irgendeine politische Revolution mit diesem Wort, sondern dieses Wort fasst zusammen, was Paulus vorher bedacht hat. Damit auch wir es in rechter Weise verstehen,
müssen wir uns schon die Mühe machen und diese Geschichten in der Genesis nachlesen, sie befragen, um Gottes Geist bitten, dass sie sich neu aufschließen. Wir sehen das leider heute in der Kirche so wenig, dass wir die biblische Geschichte noch einmal hernehmen und sie mit unserer Zeit und unseren Problemen bedenken und befragen, damit Gottes Wort neu aus diesen Geschichten spricht, uns geradezu anspringt und uns hilft, heute zu leben und die Orientierung nach oben, zu unserer Mutter, dem himmlischen Jerusalem, nicht zu verlieren.